Hanno, grüß dich, na? Was gibt's? Gewinnspiel? Das ist cool. Was haben wir denn? Tastatur? Cool. Maus? Hm. Eine Statue auch noch? Boah, weißt du, wie viel das ist? Ja, ja, ja. Okay. Ja, wir machen das. Okay, ja, wir kriegen das irgendwie hin. Okay. Ja, wir sehen uns, ne? Ciao. Herzlich willkommen zu Home. Heute gibt's was Schönes zu gewinnen und wir spielen Far Cry 6. Kann losgehen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Home. Ihr habt's vorhin von mir selber schon gehört. Heute gibt's ganz viel Far Cry. Wir werden gleich Far Cry 6 spielen. Und heute gibt's ganz viel zu verlosen. Ich mache hier so... Heute gibt's außerdem... Erstens, wir sind im Studio und zweitens, wir sind zu dritt. Hallo Mel. Hallo. Hallo Stefan. Hallo. Das ist die etwas jüngere Generation mit so, die etwas ältere Generation mit so. Wir hoffen, ihr habt richtig Bock auf Far Cry 6 und ihr zwei auch. Wir haben hier einen großen Veteran da am Rande. Stefan, der alle Spiele gespielt hat von Far Cry, inhaliert hat wie sonst nichts. Gespielt ja, nicht alle durchgespielt, aber alle das gespielt. Das ist egal manchmal. Und Mel, du hast zumindest ein paar gesehen. Ich bin gut im Zugucken, weil mein Aim aus der Hölle kommt. Man muss auch erstmal gut im Zugucken sein. Dein Aim aus der Hölle sehen wir übrigens nächste Home-Folge. Kleiner Teaser schon mal. Aber zuallererst, ganz wichtig, bevor wir in Far Cry einsteigen, das hier könnt ihr alles gewinnen. Es gibt ein mega geiles Paket, was ihr in dieser Sendung gewinnen könnt, was besteht aus ganz vielen Corsair-Sachen, die ihr hier aufgereiht seht. Wir haben eine Corsair, ein Mauspad, wir haben eine Maus, wir haben Kopfhörer. Ein Wireless-Headset, wir haben eine mega geile K100 blinkende Tastatur von Corsair bekommen und diesen Stand, diesen Smart Lighting Tower mit dieser IQ-Technologie. Das bedeutet, ihr schließt das an euren Rechner und es leuchtet in den Farben, die das Spiel gerade hat. Das ist mega cool. Wie geil ist das mega eigentlich? So, und dazu packen wir diese Statue hier, die Löwen von Yara-Statue und eine PC-Version von Far Cry 6. Was ihr genau dafür tun müsst, das verraten wir später im Video genau, irgendwann, man weiß es nicht, Geheimnis. Eins ist schon mal klar, ihr müsst einen Kommentar schreiben und unseren GTV-Kanal bei YouTube abonnieren. Was genau in diesem Kommentar stehen soll, verraten wir später in diesem Video. Und ich würde sagen, wir starten in Far Cry 6 und wünschen euch viel Spaß. So, was wir gemacht haben, wir sind jetzt drin, wir starten jetzt rein, ihr zwei. Wir sind jetzt zu dritt, es wird sehr viel Gelaber geben, was nicht auch unbedingt mit dem Spiel zu tun hat. Ein Service-Announcement von den zwei Klugscheißern hier rechts neben mir. Diesen Diskwerfer, Vorsicht, der selber zusammengebaut wurde und diesen, wie heißt das Ding nochmal? Flammenwerfer, ja, den Tostadore. Das, ja, der Tostador. die sind nicht zu gewinnen, die sind nur Staffage. Das sieht einfach nur schön aus, dass wir die hier stehen haben. So. Wir starten ins Spiel rein. Wir stehen hier mit Dani Rojas. Wir haben den männlichen Dani Rojas gewählt. Stehen wir hier. Warum? Komm ich gleich du? Zu. Ja? Komm gleich, kommst okay. Sofort gleich zu. Mhm. Stehen wir hier im ersten Camp. Wir haben das Tutorial am Anfang übersprungen. Und wir haben die Flucht am Anfang von Dani übersprungen. Das könnt ihr dann zu Hause selber spielen. Aber um euch ein bisschen Eindruck zu geben, starten wir gleich hier die erste Mission. Aber zuerst, wie ich bin. Erstmal sammeln. Erstmal Loot. Erstmal Loot. Alles, so, was man kriegen kann. Und dann gehen wir jetzt hier zu Clara und dann gucken wir mal, was sie denn möchte. Ich habe erste, diesen erste Mission mit einem Mann namens Juan Cortés angegriffen. Finde Juan Cortés und bringe ihn zurück zu unserem Lager. Juan ist ein Meister aus der Zeit vor Castillo. Er kann lesen gar nicht. wir machen mal und quatschen ein bisschen. Stefan, du hast auch ins Spiel reingespielt schon. Ich habe auch ein bisschen gespielt. Mel, du stellst gerne Fragen, wenn es irgendwie, wenn was aufkommt. Und ansonsten legen wir einfach mal los. Ich warte auf den Moment, in dem der erste Fangs for Hire kommt. Entweder Chorizo oder, ja, im besten Fall Chorizo. Den kriegt man aber leider erst ein bisschen später. Nein! Ich weiß nicht, ob wir das in der Dreiviertelstunde hier hinkriegen werden. Ich vermute mal nicht beim Anspielen. Der beste Companion. Das weißt du noch gar nicht. Ja, das weiß ist der total nutzlos. Es gibt ja, glaube ich, insgesamt 6 Amigos. Der ist total süß, ist doch egal, ob der nutzlos ist. Die du im Spiel freischalten kannst. Das stimmt. Ah, Dani, wie ist der Kopfhörer? Hörst du mich gut?
So, klar. Und die letzten wohin? Drei Amigos sollen richtig cool sein, habe ich gehört. Ja, die kann man auch, aber ich denke, wir wollen den Zuschauern das hier nicht spoilern, oder? Mhm. Können wir ganz kurz hier das Menü zeigen. Die kann man nämlich hier im Menü auch sehen. Das ist, wie gesagt, nicht die Hauptkarte. Nur fürs Tutorial, die genau. Insel, auf der man sich bewegt. Andere Spiele füllen das hier komplett aus. Far Cry sagt, ach komm, guck mal hier. Das ist dann die finale Karte, genau, das auf der es dann rumgeht. Und damit man auch mal einen kleinen Überblick kriegt. Far Cry sonst auch als kleines Service für da draußen natürlich. First-Person-Story-Shooter kann man auch im Koop spielen. Also solltet ihr tatsächlich noch kein Far Cry gespielt haben, ist ein Open-World-First-Person-Shooter. Immer thematisch relativ politisch, wie ich finde. Hier geht es um die Revolution gegen den von Giancarlo Esposito gespielten, wie heißt er, Castillo? Sie. Genau. Tutorial haben wir hier noch ein bisschen. Sein Sohn, der unschlüssig ist. Genau. Sein Sohn, der noch nicht so genau weiß, bin ich jetzt. Bin ich böse oder bin ich gut? Wie der in die Rolle eingebunden wird und wie sich das entwickelt im Laufe des Spiels, da sind wir nochmal alle gespannt drauf. Ja. Stimmt, Diego. Diego Castillo. Also ich wollte euch was zeigen. Hier, Spielmenü, genau, wir müssen hier hin, erster Einsatz, den Juan Cortés finden. Im Notizbuch sehen wir dann hier, das kennt man aus allen möglichen Spielen, damit wir es einmal gezeigt haben. Ne? Die Missionen werden hier gezeigt und hier ist das Arsenal. Ich habe geübt. Hier können wir nämlich den guten Danny, den wir hier sehen, der im Deutschen die Synchronstimme von Denver aus Haus des Geldes hat. Deswegen habe ich ihn ausgewählt. Super geile Wahl. Hier können wir unser Equipment quasi holen. Und man sieht schon, Stefan. Gibt viel freizuschalten. Was diesmal anders ist bei dem neuen Far Cry hier, bei dem 6er, ist, dass diesmal Waffen und Ausrüstung gelevelt werden und ein Skilltree, so wie man das noch aus den bisherigen Far Cry-Teilen kennt, komplett wegfällt. Genau, du kannst, ich glaube, das sehen wir gleich aber noch, wenn man hier die Waffen mal auswählt, sieht man da unten die Aufsatzmods. Das ist im Grunde genommen so ein bisschen, ne? Das Leveln der Waffen. Kannst du in den Werkbänken. Und hier sehen wir auch, wir können Danny neu einkleiden. Und das hat auch immer eine neue Funktion. Also das heißt, Danny levelst du ja auch nicht, Stefan, ne? Richtig. Sondern du levelst ihn, indem du neue Klamotten anziehst, wie zum Beispiel hier, Tasche für Seitenwaffenmunition. Du kannst etwas mehr Seitenwaffenmunition bei dir tragen. Das sieht dann auch immer optisch anders aus. Haben wir hier schon irgendwas Zweites? Ne. Genau, das ist soweit hier mal zu Danny mal kurz gesagt. Inventar, natürlich klar, Sammlung. Und beim Inventar, wo konnte man denn jetzt nochmal hier... Wo möchtest du denn hin? Ich möchte hier meinen Companion sehen, aber den kann ich wahrscheinlich noch nicht sehen. Wir das machen jetzt, ich hole jetzt später. Hier Ruhe. Vollgas, wir wollen noch mal ein bisschen was sehen. Glaub, sobald was du den ersten hast, werden die anderen zumindest schon mal angezeigt. War cool, nice, ne? Feature. Habe ich übrigens ich habe zwei Stunden mal angespielt, sehr oft verwendet. Den Slide, echt? Ja, diesen Slider, den liebe ich. Im Rennen in den Geduckt-Modus gehen und dann... Guckt sich jeder komisch an, wenn du hier so... Kannst du dabei schießen? Ja, klar, wenn du eine Waffe in der Hand hast, dann geht das. Schieß nicht, aber was ich tatsächlich mal ausprobieren... Du bist so ein böser Engel auf der Schulter irgendwie, ne? Schieß doch mal einfach jetzt. Ja, mach doch mal. Nee, hier geht's darum, ich soll jetzt hier unentdeckt rein, um diesen Juan Cortés zu finden. Deswegen hier... Ja, aber Feuer! Nein. Hier musst du deine Waffe erstmal halftern. Dass ich die Waffe halfter, damit die bösen... Soldados. Soldados, da. Da sehen sofort auf dich aufmerksam werden. Die denken dann nicht, was ist mit dem, der will mir doch bestimmt hier an die Wäsche. Wenn du da, bevor du da gleich unten da in die Bar da oben reingehst, musst du mal kurz da unten an den Strand gehen. Ich finde, das ist eins der wunderbaren Panorama-Motive, die man sich angucken kann. Mal schön auf den Strand. Der schönen guck mal. Schön. Gib mir ein Erfrischungsgetränk. So ist schön. Da denkt man jetzt, da würde ich jetzt einen Urlaub machen. Dann gucken wir nach rechts und denken, das ist doch vier Sterne. Vier Sterne. TripAdvisor, yay. Vor allem mit den alten Autofelgen da. TripAdvisor, vier Sterne. Top eBayer gerne wieder. So. Da ist der gute Mann. Gucken wir uns das mal an hier. Heute saufen wir in der schlimmsten Kantine von Yara. Oder war es Kolumbien? Kirat oder Tschetschenien? Juan Cortés. Lass die Flasche hier, ist einfacher für dich. De nada. Guapo, hör zu, Regel 16. Eine Guerilla-Revolution endet nie. Es gibt immer noch einen Krieg, noch eine Cantina, noch einen hässlichen Barmann. Juan Cortés?
Das hat mich wohl verraten, Guapo. Guapo. Das ist kein Scheiß Zoo hier, Abuelo. Clara wollte, dass ich dich finde. Sie. Ich habe gelernt, ihre Befehle nicht anzuzweifeln. Wirst du auch. Hey, ich kenne dich. Das glaube ich nicht. Doch, ich kenne dich. Als würde ich in einen Spiegel schauen. Was laberst du denn da? Diese Augen, Guerriero. Du findest Geschmack, redest dir ein, ein Held zu sein und wachst dann als Junkie auf. Ganz wie Juan Cortés. Das ist doch Zeitverschwendung. Kannst du pfeifen? Was? Nee, du kannst nicht pfeifen. Coño! Balabina! Ja, die von ihm. Die beste Szene kommt jetzt gleich. Du bist tot sowieso mehr wert. Spuckerei, ne? Wissen die nicht, dass wir. Also, ihr wisst schon. In diesen Zeiten vielleicht. Ah, guck mal, aber wir würden auch nicht durch ein Buch einem Menschen den Kopf. Ich meinte doch wohl nicht die Szene. Buch genommen? Die meine ich. Oh, nicht schön. Und ich versorge dir eine Ausgabe meines Buches. Wir müssen jetzt streicheln eigentlich, ne? Ja, wie denn die Katze, die so eine Ratte macht. Gute Gäste wissen, wann sie gehen sollten. Ja, endlich. Also können wir jetzt hier ein bisschen feuern. An der Stelle, geht doch. An der Stelle bin ich, glaube ich, beim zweiten Mal anspielen das erste Mal gestorben, weil diese Wumme, die du am Anfang kriegst, furchtbar, wahnsinnig ich verzieht. Euch. Die verzieht so aber dermaßen. Seht ihr, wie toll ich treffe? Das liegt nur daran, dass ich unheimlich gut... Du hast doch hier einen tollen Helfer. Ja, der hilft ja toll. Da, den kann ich jetzt darauf, dahin. Ja. Zack. Ja, so einfach geht das. Also du sollst auch treffen, Kevin. Diese Fall... Brüll mir nicht an! Diese Fall, diese Waffe hier, die man hat, die ist wirklich, die ist also wahnsinnig, die ist so ungenau wie ich im Mathe. Auch typisch Far Cry, die schönen Heilungsanimationen. Direkt aus Far Cry 2 geholt, ne? Oder? Ja, in Far Cry 2 ist das ein Feature gewesen, was das allererste Mal eingesetzt wurde. Ja, das stimmt. Hat damals auf der Games Convention damals für Begeisterung gesorgt, als Far Cry 2 mit der da Zange, vorgestellt so eine, wurde. Weiß ich noch, Stefan, mit der Zange hat man da schön die Kugel aus dem Arm geholt. Ne? Oder Nägel aus der Hand gezogen. Das weiß ich aber auch noch, das war sehr, sehr cool tatsächlich. War total unrealistisch, ist heute noch total unrealistisch, aber es war sehr cool damals. Wo ist denn dein Freund? Wo hast du den hingelassen? Es gibt vielleicht muss er auch einfach nur kacken. Wer weiß. Ich liebe den Far Cry-Humor. Guapo. Es tut mir leid, ich finde das sehr gut. So, Freunde, da ist unser erster Companion. Yay! Der gute Guapo. Und der ist ganz kurz hier der Krokodilo. Der ist ganz schön schnell. Da sehen wir sie. Chorizo! Da ist der Guapo. Chicharron. Und da kann man schon gucken. Boom, boom. Chorizo kommt, Chicharron. Oh, aber Boom Boom kommt noch und Oluthor. Und Oluthor ist bestimmt mega cool. Ich glaube auch. Ich weiß nicht, ob es ist. Aber egal, wir machen erstmal weiter. Wir wollen hier nicht spoilern. Nee. Ihr sollt es spielen, freispielen. Und vor allem wollen wir euch ja da draußen auch möglichst viel zeigen in der Zeit, die wir hier haben. Und dafür habe ich schon ganz schön rumgedödelt hier. Ich würde auch sagen, wir konzentrieren uns hier, damit wir möglichst viel zeigen. Wirklich auf Aufgabe nach Aufgabe. War jemand von euch beiden eigentlich schon mal in Mexiko oder Kuba? Nee. Du? Nee. Ja, gerade so, der Weltreiser. Nein. Ich war wohl mal in Brasilien. Das heißt, noch nicht in Kuba oder Mexiko. Soll schön sein und Leute, die schon mal da waren, sollen tatsächlich hier in dem neuen Far Cry-Teil auch, ich will jetzt nicht sagen heimlich fühlen, aber schon die ein oder andere Sehenswürdigkeit wiedererkennen. Das ist ja alleine, dass in den Dialogen auch super viele, zum Beispiel spanische Worte und so auch verwendet werden und sowas alles. Ne? Also dieser Sprech, der scheint da ja schon auch sehr gut eingearbeitet zu sein. Und sie auch dann Sprecher genommen haben, die halt auch... Die das auch können, ja. Die es auch können und deren Wurzeln ja auch daher rühren. Also das finde ich schon sehr schön, dass man sich da so verwendet. Dann nimm ihn besser nicht mit. Das so, wir müssen jetzt da vorne das Camp clearen. Ja, wenn wir jetzt doch schon mal dabei sind. Voll rein und ballern. Also, oder lieber Stairs und dann langsam. Das ist ja die Wahl, die wir jetzt hier haben. Ich bin für Explosion. Wir können, guck mal hier mit dem Handy. Raketenwerfer, alles. Das kennt man auch. Erstmal checken, was da ist. Genau. Also wir haben hier unser Smartphone. Zack.
Und dann können wir dann hier uns mal checken, wer da alles ist. Dann wird hier angezeigt, was die so alles haben. Da kann man nämlich gucken. Schwach gegen zum Beispiel eine bestimmte Art von Munition, die man im Spiel herstellen kann. Crafting ist nämlich in Far Cry 6 ein Riesenthema. Das werden wir aber gleich noch sehen. Aber ganz ehrlich, ich mache jetzt hier so und dann mache ich hier... Da, Guapo, mach mal hier. Verrichte mal deinen Job. Aber das ist doch nicht mehr... Also der wird zumindest schon mal abgelenkt. Ja, abgelenkt. Guck mal, jetzt renne ich hier rein. Die anderen Kollegen kommen dem gleich zur Hilfe. Zack, jetzt hole ich den. Ich slide hier wie so ein richtig cooler. Also ich kann mal gerne den mal ausprobieren. Das ist, ob du einen Gegner umsliden kannst. Wenn du auf den zurennst. Wie geil ist das denn? Einfach weggedeckt. Wo ist denn der Typ von oben da? Der ist runtergekommen. Echt? Der ist seinem Kollegen schon zur Hilfe gekommen. Ich bin total, aber irgendwo, von irgendwo schießt noch einer. Hola. Hola, ¿qué tal? Und dann hört das Spanisch auch schon auf. Das reicht schon. So, und jetzt zeige ich euch jemand richtig geiles. Profi-Tipp. Direkt aufschreiben? Ach so, okay. Das ist kein Profi-Tipp. Die Menü, die Markierung zeigt mir den Profi-Tipp an. Zack. Wir sehen nämlich hier direkt diese FND-Kisten. Da ist immer was Spezielles drin. Es gibt natürlich auch in Far Cry 6 wie in 5 und in 4 und in 3 gibt es jede Menge solcher Basen, die man einnehmen kann. Und da ist auch immer etwas Lohnenswertes. Wie zum Beispiel hier, wie wir gucken können, eine neue Waffe. Guckt ihr sie hier an? Das war schon hier angucken. Das ist ein Gewehr. Wo was? Sind unsere Molotow-Cocktails? Ich muss ehrlich sagen, ja. Explosionen! Ich muss ehrlich sagen, dieses Gewehr. Die Melle ist auf Action aus, ich merke das schon. Ja, hör mal, ich habe doch hier schon. Wir haben einen umgegrätscht. Ja, komm. Da kriegen wir rote Karte nur sonst viel. Das Gewehr tatsächlich, also noch mal kurz ein Wort zu den Waffen zu verlieren. Es gibt unheimlich viele hier in dem Far Cry 6. Und nicht alle davon sind wirklich auch einfach zu benutzen, finde ich. Ich habe da zwei gefunden, Juan. Hier ganz kurz haben wir Schießpulver gekriegt. Das ist extrem wertvoll, so wie ich das in meiner Zeit mit dem Spiel bisher festgestellt habe. Mit diesem Schießpulver können wir nämlich an einer Werkbank, das sehen wir gleich, richtig geile Upgrades herstellen. Wie ich schon sagte, das Crafting-System in 6 ist natürlich, finde ich, sehr groß ausgebaut. Ich erinnere mich nicht, aber da müsst ihr mir vielleicht helfen. Stefan, weißt du es vielleicht noch? Dass in 5 das Crafting-System so extrem prominent war. Im 5er war das auch schon da, aber es war da noch nicht so effektiv eingebaut wie dann in dem New Dawn-Ableger. Da war das Craften wirklich extrem wichtig, weil die Gegner ja auch alle mitgelevelt haben. Und wenn du da mit einer niedrig gelevelten Waffe dann in irgendein Camp reingelaufen bist, hast du meistens keine Schnitte gehabt. Also da war das wirklich schon das erste Mal wirklich sinnvoll, dann noch zu craften und deine Ausrüstung und vor allen Dingen die Waffen hochzuleveln. Das wurde dann hier in dem Teil auch übernommen. Was bei den Außenposten übrigens hier auch ein bisschen anders ist, in Far Cry 3 und 4 und 5, glaube ich auch, da war es so, wenn du da Außenposten eingenommen hast, dann gehörten die quasi dann auch dir. In dem 2er, falls sich da noch jemand daran erinnert, in dem zweiten Teil war das so, ewig lange her, hast du einen Außenposten eingenommen, bist weggefahren, bist zwei Minuten später wieder zurückgefahren, dann war der komplette Außenposten wieder komplett besetzt. Und das ist hier im sechsten Teil aber auch ein bisschen. Also ich habe hier schon festgestellt, dass du einige Lager komplett einnehmen kannst. Die bleiben immer in deiner Hand. Aber diese gegnerischen Bereiche, so Treibstoffdepots und so, wenn du die nicht komplett einnimmst, dann und du das Camp wirklich leerst, dann tauchen nach einiger Zeit wieder die Soldaten des Regimes da wieder auf. Ja, das war irgendwie so ein Trend damals. Ne? Ich erinnere mich auch an Oblivion. Und Far Cry 2 und so sind alles so ähnliche Zeiten. Respawnende Gegner war damals, also gut, dass es das nicht mehr gibt. Einmal tot, immer tot. Ja, so ist es doch, ne? Ja, man muss mal gucken. Außer es ist Teil des Gameplays natürlich. Also, oh, guck! Ja, der Kollege ist wirklich mal sehr fix unterwegs. Ja, hab ich grad schon gedrückt. Ui, Goldzahn. Oh. Kann man eigentlich. Ob man den auch hochleveln kann? Ja. Ob du Goldzahn wechseln kannst? Aber du kannst Guapo verschiedene T-Shirts. Er kriegt doch mal einen Platin-Zahn. Soll ich jetzt gucken, wie die T-Shirts von ihm aussehen? Nein, ist gut. Wo ist er? Details? Da unten ist das. Aussehen. Na, guck mal! Hallo, das ist mega cool. Da unten? Tut mir leid. Was ist das denn? Das ist Trikot. Mega. Ja, der ist aber wohl schweinecool. Zieh mal das Purple. Das denn? Was haben wir denn da? Ja, das guck mal, das ist doch nice. So. Das gefällt mir. Ah ja, das gefällt dir, ja, ne? Gefällt das gefällt mir. Wir nehmen das, wenn euch It's das Prince gefällt. Like. Ist Prince-like. Ja, wir nehmen das, wenn es euch gefällt. So.
Ich wollte euch nicht unterbrechen. Nee, ich habe euch gar nicht unterbrochen. Du hast gesagt, wir gehen jetzt da mal rein, nur weil ich eingeworfen habe, ob man die T-Shirts wechseln kann. Gleich erleben wir das erste Mal die Werkbank. Wie viele noch? Die Legende kehrt zurück. Die Legende muss mal pissen, Treffer. Wer ist das? Sie war mal Journalistin und wagte es, Anton Faschist zu nennen. Jetzt ist die Paria Sklavin für sein Paradies. Und nicht die einzige Dani. Diese ganzen Regeln, die einem da immer, die man immer mal kommt. Regel Nummer 11. Regel Nummer 10 finde ich am besten. Aber jetzt lernst du was übers Improvisieren. Halt die Klappe. Mit 6 habe ich einen Kettensägenmotor an mein Fahrrad gebaut. Durch die Blockade muss ich jeden Tag improvisieren, Juan. Das ist Überleben. Für uns heißt das nicht, mit dem klarzukommen, was man hat. Wir rechten Chaos an. Mit allem, was wir haben. Sprich weiter. Die beste Waffe der Guerilla ist eine gute Werkbank. So, die Werkbank. Da sind wir. Das zeigen wir euch jetzt. Pass auf. Also, wir haben die verschiedenen Slots und dann haben wir hier in dem Fall unser V. Wenn wir das nämlich machen, dann sehen wir nämlich hier die verschiedenen. Da werden wir jetzt auch eingeführt von Juan Munitionsfeld. Und dann sollen wir hier das Weich. Zielmunition, die Weichzielmunition als Mod herstellen. Und da steht schon, fügt nicht gepanzerten Zielen schweren Schaden zu. Und dann haben wir die. Was ich erst verstehen musste in Far Cry 6 und was ihr daraus direkt auch versteht, wenn man das einmal herstellt, hat man das für diese Waffengattung für alle. Also du stellst nicht die Munition her und musst sie immer wieder herstellen. Das habe ich zuerst gedacht. Jetzt gucken wir nämlich hier bei den Gewehren. Sie sind sehr mühsam. Und stellen panzerbrechende Munition her. Das heißt, man kann die, ihr seht schon, X müsste ich drücken, um sie zu installieren. Ist ja in dem Moment installiert. Das heißt, alle Munition, die ich damit abschieße, ist in dem Moment diese. Weil die Modifikation quasi hergestellt wurde. Und beim Mündungsfeld genauso können wir uns einen improvisierten Schalldämpfer herstellen. Und ihr werdet sehen im Spiel, und Stefan, das ist mir auch aufgefallen beim Spiel, es ist sehr viel, was man einfach mit Schrott zusammenbaut und was dann auch nach Schrott aussieht. Ja, es macht schon Sinn, in der Open World ein bisschen durch die Gegend zu laufen und alles aufzumachen, was irgendwie blinkt und was man findet. Können wir ja nochmal kurz gucken. Hier. Wir sehen ja hier, ne? Gewehre, das ist ja beides Gewehr, obwohl das eine Maschinengewehr und das andere ist ein Einzelschussgewehr in dem Moment. Das heißt, wenn wir hier nochmal gucken, also wir haben hier verschiedene Sachen. Hier haben wir jetzt die Weichzielmunition und im Mündungsfeld, weil wir gerade bei dem anderen Gewehr hergestellt haben, hier aber noch nicht draufgesetzt haben, installieren wir jetzt den Impro-Schalldämpfer und ihr seht schon, das ist sehr Impro-Schalldämpfer. Der sieht super aus. Aber das meinte ich, das Crafting-Ding, muss ich sagen, das ist für mich echt, das ist echt cool. Das ist sehr, sehr vielfältig. Hier kann man sehen, können wir uns verschiedene Visiere und so. Ach, die kann man sich auch vorher schon ansehen. Das ist ja eine coole Sache, dass du dann halt schon vorher sehen kannst, was man sich da irgendwann mal draufsetzen könnte. Und dafür, das habe ich eben nämlich erwähnt, brauchen wir, wie ihr seht, Schießpulver. Jeweils eins. Und deswegen ist Schießpulver, scheint in dem Spiel eine richtig, wirklich sehr wertvolle, sehr seltene Ressource zu sein. Hier können wir übrigens auch, was haben wir denn hier? Hier machen wir doch schön. Farbe. Wir nehmen jetzt das. Und hier, das kennen wir von Rainbow Six. Siege. Den Talisman. Den Talisman, den man da ranbimseln kann. Geht doch mal bitte in das Menü rein, um mal so ein bisschen zu spoilern. Kann man sehen, welche Talisman-Menü? Ja, ja, welche Talismänner es da noch so gibt. Aber man kann die nicht mal so flink. Lippenstift, guck mal, Lippenstift, toll. Flaschenpost. Scharfer Pfeffer. Schade, dass man die aber so nicht sehen kann. Guck mal, das geht aber richtig weit runter. Aber ganz ehrlich, ich finde das gut, dass man die nicht sehen kann, weil dann ist der Moment, wo du es kriegst, wenigstens noch da. Also aber alles andere konntest du ja schon in der Vorschau sehen. Das stimmt. So. An dieser Werkbank kann man ein neues Yara errichten. Was weißt du über den neuen? Keine Ahnung, das ist irgendein Blutschnabel aus der Zeit. Einsatz abgeschlossen. Also immer schön in der Gegend hier, ne? Kisten suchen. Schränke aufmachen, man kann da findet man auch immer schöne neue Waffen und Ausrüstung. Wenn einem das etwas schwerfällt, das zu erkennen in der Umgebung, weil das ist ja schon alles sehr detailliert hier, dann kann man im Menü einstellen, dass die interagierbaren Gegenstände so eine weiße Umrandung haben. Dann ist das sehr videospielig, aber dann kann man wenigstens genau erkennen, womit kann ich interagieren. Auch nicht schlecht. Ganz kurz.
Achso, ja, wir machen jetzt einfach. Ich glaube, du kriegst sogar irgendwann auch einen Ausrüstungsgegenstand. Ich weiß nicht, ob es ein T-Shirt war oder eine Weste. Die zeigt dir dann auch in der Gegend dann an, wo sich eventuell noch was verbirgt. Also du kannst damit quasi in Gebäude reinkommen und siehst, hinter der Wand, da ist irgendwie was. Wir machen direkt weiter. Nächste Mission, friss oder stirb. Deine erste Mission, Dani, freu dich und stirb nicht. Guter Tipp, vielen Dank, Juan. Du bist ein sehr, sehr kluger Mann. Wir müssen... Ja, wäre schade um dich. Das wäre schade. Wir müssen einmal quer über die Insel. Und hier sehen wir auch ein ganz cooles neues Feature. Diese blauen Linien, die wir hier überall sehen, das ist der Guerillapfad. Das sind die Guerillapfade. Das sind Pfade, die führen außerhalb von den normalen Wegen, wo die Patrouillen der Soldados sind. Durch die Pampa, möchte ich sagen. Und man kann dann immer raussuchen, möchte ich die gehen oder nicht. Und unten links auf der Map werdet ihr gleich sehen, da ist ein blauer Pfad. Und so kann man denen eigentlich ganz cool folgen. Guck mal, wie die Waffe jetzt aussieht. Da ist unser Dings dran. Viel nice. Schicker. Viel schicker. Wunderschön. Quasi im Tarnmodus zur Umgebung. Ja, Seilwinden, die liebe ich an dem Spiel. Geht alles viel schneller und viel besser. Und jetzt zeigen wir euch noch was Geiles. Oh ja, schöner Jingle. Dankeschön, May, dafür. Dafür lohnt es sich schon, dass du hier neben mir sitzt. Jetzt fehlt nur noch der Hut. Wo ist der Hut? Und wo sind die Nazis? Wir haben Gags über Indiana Jones gemacht, falls ihr zu jung seid dafür. 30 ist hier erlaubt. Kann man für Indiana Jones zu jung sein? Ich glaube nicht. Nein, aber man kann ja... Nein, aber man... Ja, weiß ich nicht. Ja doch. Wenn man das nie erlebt hat, wenn einem das irgendwie nicht in die Wiege gelegt wurde... Ach, dass man das werden Jones doch die kriegt. Väter ihren Kindern das hoffe ich wohl. Obwohl es gibt tatsächlich, ich habe in meinem Bekanntenkreis auch einige Väter, die haben ihren Kindern nicht Indiana Jones und vor allen Dingen nicht Star Wars beigebracht. Ja, das finde ich ja immer wieder... Das geht gar nicht. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. So, derweil. Pass auf, wir machen mal hier, zeigen wir euch mal. Was ich nämlich finde, wahnsinnig brutal ist. Sehen wir jetzt. Es hätte nicht der erste gereicht, ne? Nein, er musste noch ein zweites Mal reinstehen. Ja, muss er sicher sein, ob die Person dann wirklich tot ist. Immer. Du kannst ja noch Verstärkung holen. Absolut. Ja. Den Granatwerfer könntest du jetzt auch benutzen, wenn du lustig bist. Und? Den hier? Explosionen! Ja. Komm, einmal. Zielen. Du kriegst jetzt schon die... Aber hier ist ja gar keiner jetzt gerade, ne? Oder? Da ist jetzt, glaube ich, nichts. Nur, dass man es weiß, wenn die Dinger stehen, muss ich in der Gegend rum. Ja, einfach mal ausprobieren, genau. Oh, das hat aber lang gedauert. Da hinten schlägt es ein. Da ist einer. Oh, ihr seid so geil, ne? Benutzt mal den Mörser. Stirb, du Hund! Benutzt mal den Mörser. Okay. Wo ist mein Pferd eigentlich? Das ist abgestellt. Und wenn du diese großen Tafeln irgendwann, Reklametafeln, immer schön zerstören. Hallo. Kack schneller! Habe ich gesagt, ihr wisst, worauf euch einlässt, wenn ihr hier mit mir spielt. So, und los geht's. Achso, guck mal hier, da ab und zu findet man hier in der Wildnis, findet man hier alles color-coded. Also alles, was blau ist, ist grundsätzlich deins. Das gehört nämlich zur Resistance. Das war französisch, das hat überhaupt nicht gepasst. Und ist jedenfalls ein Lager. Sie hat Spaß. Und hier können wir nämlich, man sieht das auf der Map hinten links, wir immer mal wieder coole Sachen finden. Da ist jetzt irgendwas drin. Was ist es wohl? Ah, Karl, guck mal. Super. Sehr gut. Warte, nimmt sie da gerade ein? Ja, doch. Warte, nimmt sie das Krokodil aus? Ja, das ist tot. Das ist das Fleisch. Nein, sie füttert es bestimmt nicht. Aber Guapo! Das ist doch nicht Guapo. Ja, aber, der läuft doch die ganze Zeit hinterher. Vielleicht ein Freund von Guapo. Wie ihr seht, hier immer wieder Verwandter. Die Werkbänke sind hier überall, wenn man ständig vielleicht mal seine Munition anpassen muss und so weiter. Gibt es eine Möglichkeit, Stefan, wie ich nach meinem Pferd pfeife eigentlich? Ich glaube nicht. Die laufen auch ganz gerne mal weg. Also wenn in der Gegend da gerade irgendwie Beschuss ist. Ja, klar. Die laufen auch ganz gerne mal vor Autos, da muss man auch aufpassen. Ja, ist halt wie hier, ne? Ist wie im echten Leben. Wenn du gleich nochmal an so einer großen Reklametafel vorbeikommst, die zum Regime gehört, ja, dann zerleg die mal. Ganz ruhig.
gibt ein bisschen Erfahrungspunkte. Soll ich die aufmischen? Ja, ja, sehr gut, dass wir dich dabei haben. Hätte ich sonst gar nicht gesehen. Ich habe die Brille nicht auf. Schon wieder ein Hund. Hunde gibt es in dem Spiel echt viel. Soll ich die aufmischen hier, Mel? Ja, aber mal so richtig, voll, mal Vollgas. Action. Das ist ein Vollgas. Zum Explosion. Nee. Versuche ich immer noch mal, immer wieder so. Was übrigens immer sehr effektiv warte mal. Ist. Kann man den Hund auch erstechen? Du kannst ihn umsliden. Der ist so lieb. Ach. Tu das nicht! Wo ist der Typ? Wo ist der Typ? Weiß ich, soll man jetzt ransliden? Da hinten, da hinten. Also, geht, wenn du versuchst. Das geht nur mit dem nötigen Schwung. Ich hab's versucht. Ja, es ist, war hier ein bisschen Hindernisparcours. Das geht ja nicht so einfach dann. Wo ist er? Versuch mal im Gehen zu sliden. Eieieiei. Ich werde auch schief gehen. Das ging aber gerade noch gut. Ey, Guapo, cool siehst du aus. Solltest du irgendwann mal auf ein Lager zulaufen, wo die Gegner rot markiert werden, da musst du sehr vorsichtig sein, weil die haben dann einen etwas höheren Level als du. Und gegen die ist dann ein bisschen, wird es ein bisschen schwieriger. Einzeln sind die Leute alle gut auszunocken, aber laufen da mehrere in so einem Lager rum. Dann reißt man sehr schnell ins, Gras. Also was ich hier bei Far Cry immer schon feststelle, was auf jeden Fall auch... Hey, da kommt ja einer entgegen. Ja, ich habe den mexikanischen Führerschein, ich weiß nicht, okay. Was ich festgestellt habe hier bei Far Cry ist auch immer... Da ist eine Tafel, die muss ich mal verstehen. Ja, bremsen! So, den Kontrollpunkt, den machen wir jetzt, ne? Jawohl. So, pass auf, dann wird nämlich hier militärisches Ziel aufgedeckt. Wir sehen kurz, wir checken kurz. Auf der Karte wird es mir angezeigt, krieg da XP für und ich, da steht es schon, Stefan, was du gerade angekündigt hast, zerstöre die FND-Werbetafel, das machen wir jetzt gleich. Das machen wir aber, nachdem wir hier, würde ich sagen, nachdem wir hier mal aufgeräumt haben. Da ist ein Goldener, wer ist das? Ist das der Kommandante? Captain. Pistolero. Pistolero. Ja, das ist, das ist die Klasse. El Pistolero. Die Blümchen, die da gepflanzt sind, die erinnern aber sehr an die aus Far Cry 5. Sind das alle? Ja, da sind nicht so viele. Da ist ein Alarm, genau. Also man kann das wirklich alles haargenau checken. Ne? Hier ist der Alarm, den könnten wir jetzt ausschalten. Die können wir ausschalten. Kannst du den Alarm auch anmachen und dann mal zeigen, was passiert, wenn... Mel, du bist wirklich, du bist der kleine Teufel auf der Schulter. Mel möchte Action. Mach alles gerne laut, Kevin. Mach alles laut. Mach alles kaputt. Mach mal ein bisschen Krach. Da kommt noch ein bisschen Artillerie hinterher. So renne ich da rein. Ja, das, so genau das möchte ich. Ich dachte, vielleicht gibt es hier oben was Cooles. Und dann kann ich von hier oben... Habe ich schon irgendwas zum Schmeißen? Irgendein Molly oder so? Nee, ne? Nee, nee, habe ich noch nicht. Hatte da nicht vorhin in der Hand oder hat er gesagt, oh, brauche ich nicht mehr. Pass auf, sollen wir mal hier Guapo auf den da schicken und dann... Guck mal, was passiert. Währenddessen klettern wir... In Action-Manier ganz langsam und gemütlich hier runter. Und jetzt denken die alle, oh, was mit dem Krokodil? Der hat sogar schon ein Video umgedreht. Das ging aber. Jawoll. Oh, der hält aber viel aus. Das für die Kameraden, die dann so ausgerüstet sind, für die brauchst du dann später panzerbrechende Munition. Das dauert sehr lange, weil man dann soll natürlich, wenn man das nicht so macht wie wir, sondern wenn man das ein bisschen verdeckt macht, dann soll das natürlich der Spannungsmoment sein, ob man das schafft. Hätte den aber auch einfach kaputt schlagen können. So, und jetzt was denn hiermit? Also, endlich knallt's hier mal. Die Frage ist jetzt, wie mache ich das denn? Achso, guck mal da. Ja, einfach das Fass benutzen. Jawohl. Ciao, El Presidente. Mit einem schönen Effekt geht die Werbetafel flöten. Und ich verrate euch jetzt, was ihr in den Kommentar einfügen müsst, um im Lostopf zu sein. Ihr fügt in euren Kommentar ein Palmen-Emoji, ein Hund-Emoji und ein Pistolen-Emoji ein. Sehr klug, ne? Far Cry 6. Das könnte euers sein. Jetzt in die Kommentare schreiben. Ciao! Endlich mal ein bisschen Slow-Mo. Guck mal, das war deine Action, ne? Ich hab gerade überlegt, ist Ciao? Ciao ist nicht Spanisch. Ciao ist nicht... Was sagen die denn in Spanien? Ich adios, adios! Adios, el Presidente. So, guck mal, da kommen nämlich an unsere Leute. Aha. Und deswegen sage ich ja color-coded, jetzt ist hier alles blau, bedeutet, wir haben es befreit, weil Libertad ist toll. Und die mit dem Ausrufezeichen im Kopf. Immer mal schön daneben aufkommen. Ich bin jetzt gerade am Handy, ich kann jetzt gerade nicht gestört werden. Wo ist der Schlüssel eingesammelt?
Zack. Und Looten. Überall, wir wissen es, ne? Alles, was hinter Schlüsseln versteckt ist, ist geiler Loot. Und zwar ein Scharfschützen. Ah, ist ein schönes Scharfschützen. Oh, yes. Hier schnell alles einsammeln. Worldbuilding hier mit Environmental Storytelling gibt es auch. Jede Menge zu lesen. Ich lese nicht, ich mach nur. Und die wollte ich mich gerade sagen. Du willst, die haben immer gute treffen, Informationen. Wenn du mit denen quatschst, deine Flugabwehranlage auf dann sagen die hier, genau, ja, ja guck. So, sorry. Danke dir. Oh. Und der hat nämlich mir jetzt die Information gegeben, dass es diese Luftabwehranlage auf der Insel gibt. Wenn wir die kaputt machen, dann haben wir die Flugverbotszone aufgehoben. Ich weiß nicht, können wir dann fliegen wahrscheinlich, ne, oder? Ich glaube, im Lager wird gerade an einem Hubschrauber, glaube ich, gebastelt, aber der kann gerade nicht starten, weil wir eben noch diese Flugabwehr auf der Insel haben. Was will er denn? Mach den nochmal Hallo, frag mal, wie es dir geht. Ich habe Hallo gesagt. Das ist das Kevinsche Hallo. Hast du die jetzt gerettet? Die habe ich wohl gerettet. Oder sie denken jetzt, ich bringe sie auch um. Ihr dürft laufen, ihr dürft gehen. Ihr seid frei. No. Hopp, hopp. Ah, sie hat es begriffen. Bin mir nicht so sicher. Weiß ich nicht, wenn mir jemand entgegenkommt und erstmal da zwei Leute abknallt, dann weiß ich nicht, ob ich das. Achso, wollen wir uns mal das Scharfschützengewehr angucken? Aha. Das haben wir gerade gelootet. Aber das war ja gar nicht unsere Hauptaufgabe, der Quest, ne? Unsere Hauptaufgabe steht ja darin. Ich mit Juans Kontakt. Sei brav, fährt ja. Genau. Oh, da. Den Dillin 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 Bonanza. So ein Jingle müsste mal im Spiel eingeblendet werden. Die müssen an jedes Pferd müssen sie so ein Radio anbinden, damit man wenigstens beim Reiten ein bisschen Mucke hören kann. Guck mal hier auch übrigens. Kann man die eigentlich mit dem Pferd überrennen? Hundertprozentig, aber das waren ja Freunde. Das wollte ich gerade sagen. Auch hier color-coded, ne? Blaue Pflanzen bedeuten und hier so ab und zu hier sowas. Blaues am Baum bedeutet, man ist auf so einem Friendly Zone. Ja, und auf so einem Pfad, wie ein Guerilla-Pfad. So, hier sind wir. Hier muss es irgendwo reingehen. Juan, ich habe den Turm gefunden. Weiter so, Danny. Finde den Guerilla-Pfad und folge ihm zu meiner Kontaktperson. Da kannst du übrigens hoch. Okay, genau. Ich bin unterwegs. Den kennen wir auch hier aus Far Cry. Kannst du das auch? Die schöne Seilwinde. Also einfach mal so hier. Kriegst du mich nachts um 3 für, dann kann ich jetzt mal. Unaufgewärmt. Stiefel. Und da auch wieder schön. Jetzt kannst du dir überlegen, von welcher Seite du runter möchtest. Ich mach nichts, ne? Das ist Dannys Höhenangst, die Kamera so wackeln lässt. Finde ich es cool. So winzig kleines, aber ein cooles Feature. So, aber hat jemand von euch beiden denn in Real auch Höhenangst? Ja, ich kann schon mit Höhe nicht so super ganz so gut, muss ich sagen. Solange ich da nicht runtergucken muss. Ach so, was ich mal machen wollte, wir haben ja hier Kram bekommen. Ausrüsten. Genau, guck mal hier. Können wir nämlich, das haben wir bekommen, Munitionstrikot. Die Verteidigung gegen Weichziel, Spreng- und panzerbrechende Munition wird leicht erhöht. Das nehmen wir. Sieht zwar die trägt schon eine Schnieke aus. Mittel okay aus, aber. Und die Schuhe. Was haben wir hier? Bewegst dich schneller beim Nachladen, das möchte ich. Durch Schuhe? Nicht gut. Ja, klar, womit sonst? Wie lange sind wir denn? Ah, ja! Ja, genau. 10 Minuten. 10 Minuten können wir noch hier ein bisschen und euch was zeigen. Komm, nächste Mission. Ich heiße Raissa. Ich werde dir helfen, was Schönes von Castillo zu klauen. Wirst du mir auch verraten, was ich klaue? Abgereichertes Uran. Jetzt bis 5,5. Nee, wie lange haben wir jetzt gehört? 35 Minuten. Ich dachte, ich hätte Uran gehört. Schön über die Klopapierrolle, die da liegt. Das Problem ist, dass ich meinen letzten Kontakt beim Militär verloren habe. Du warst beim Militär? Dann machen wir auf jeden Fall 15. Die Mission, die jetzt kommt, will ich auf jeden Fall noch machen. Ja, sag mir einfach, was ist. Zuerst nimmst du diesen Fallschirm. Glaub mir, er kann dir das Leben retten. Jetzt bringe ich dich zum alten. Das ist doch die, wo du das Lager von oben ausspähst jetzt gleich, ne? So. Die gute Frau hat uns einen Fallschirm geschenkt. Aber weil ich ja bin, wer ich bin, check ich mal. Okay, haben wir. Blut? Da ist nichts, glaube ich. Nichts mehr, ne? In dem Lager war nichts, weil sie möchte, dass du ihr sofort folgst. Ja, ja. Eingezogen oder freiwillig gemeldet? Eingezogen. Meine Nummer war dran. Ich finde die Waffe, die Farbe von der Waffe gar nicht so schlecht. Die ist cool. Freiwillig.
Ich wollte immer Soldatin werden. Du weißt auch dein improvisierter Schalldämpfer vorne drauf. Der sieht super aus, ne? Ja, ja, irgendwo früher muss doch hier die Müllermilch gewesen sein. In seinen Reihen, die ihn verliebt an den Lippen hängen. Dann bist du jetzt deine Verräterin? Ja. Ach, und immer der Blick aufs Wasser, kommt doch gleich ein bisschen Urlaubsfeeling auf. Ja, also hier im Studio sind es auch 25 Grad, Lichtschutzfaktor 50, haben wir alle schon drauf. Also von daher. Und Infos geben. Und was will er denn? Gleich braun gebrannt nach Hause. Aber sowas von. Und erholt. Wo wart ihr? Auch also steckt die Waffen weg, sonst eröffnet er das Feuer. Zweitens, eine kleine Bestechung kann diesen Doppelagenten helfen, sich an wichtige Infos zu erinnern. Alles klar, keine Waffen. So, hier haben wir es. Das kommt ab und zu im Spiel vor, da sind dann Doppelagenten. Die sehen dann aus wie, oder sind eigentlich ja Soldados. Aber wenn wir die Waffen wegstecken, dann können wir die nämlich schmieren. Ja, aber sie hat ihre Waffe auf dem Rücken. Ja, aber vielleicht kann er nicht so gut gucken. So, guck jetzt hier, für Informationen bestechen. Was gibt's? Zack. Okay, sieh dir das an. Hier kannst du ein paar Waffen finden. Danke sehr. Und die geben uns dann hier wichtige Informationen. Und dann können wir auf der Karte nämlich sehen, wo diese Depots sind. Alles korrupt. Da zum Beispiel. Ja, nun, immer. Das ist wie im echten Leben. Da, iranisches Schmuggelgut. Und da im Wasser irgendwo. Ciao. Hier, Machetenkill. Jeder hat seinen Preis. Ach so, du hast jetzt die Infos gekriegt und dann... Manche versuchen nur ihre Familie zu ernähren. Nicht, oder? Denk daran, deine du bringst Waffen ja auch nicht die Edeka-Mitarbeiterin, bevor du dich ihnen näherst. Ja, aber du hast sie auch vorher nicht bestochen. Ja. Du weißt doch nicht, ob dir das nächste Mal in den Rücken fällt. Was ihr für ein Kopfkino habt. Also echt. Ich versuche nur, lebhafte Beispiele zu finden. Realitätsnah. Genau. Also, zack, zack. Ihr seht schon, ich habe das Auge immer fürs Loot, ne? Guck einmal so durch den Raum, ist was ich verpasse? Mit dem Telefon so, kannst du irgendwas mit ja, genau. Irgendwas nehmen. Irgendwas nehmen. Da muss man sehr nah dran gehen. So. Macht das Spiel am Anfang aber wirklich sehr gut, dass es dich gut an die Hand nimmt und überall einführt. Ich meine, das ist bei allen Far Cry-Spielen bisher so gewesen, aber... Ganz kurz, Werkbank, immer kurz checken, ne? Was können wir vielleicht was Neues machen? Ich meine, das ist ja eigentlich schon ganz gut ausgerüstet, aber das hier ist mir immer ein Dorn im Auge. Ich möchte immer hier so ein Ding haben auf der Waffe. Aber da brauchen wir Schießpulver für. Also wenn wir, das können wir erst machen, wenn wir das nächste Mal Schießpulver haben. Aber, obwohl wahrscheinlich hier für die Sniper, was ist denn hier mit einem Schalldämpfer? Braucht auch Schießpulver. Ich bin immer so bei solchen Shootern. Ja, die gelbe Markierung zeigt dir unten immer an, wo was neu ist. Ach, was da. Du noch nicht gesehen hast. Aussehen. In dem Fall ist es aber nur ja, ist doch hübsch kosmetisch. Aussehen. Also ist doch schön. Ja, hier, Stefan, du hast natürlich recht, ne? Hier ist die Pistole und da ist halt noch irgendwas Neues, da könnten wir jetzt auch gucken, bla bla bla, machen wir jetzt nicht. Wir sollen jetzt hier ausspähen. Immer schön ins Handy. Ja. Ja, und das Schöne ist, es gibt dann immer solche Lager, mal mehrere Wege rein. Pass auf, er hat einen ziemlich man kann jetzt hier den Brutalo-Weg gehen, den ich mir vielleicht bevorzugen würde. Aber es gibt halt immer so noch so einen zweiten, dritten Weg oder eine Möglichkeit, in das Lager reinzukommen. Kommen wir da hoch? Das wäre natürlich auch spannend. Wobei, das sieht hier eher nicht so aus, ne? Tja, man könnte versuchen, mit dem Fallschirm, den du gekriegt hast, so weit wie möglich zu fliegen. Aber ich glaube, so weit kommst du nicht, weil dafür bist du nicht hoch genug. Eine andere Möglichkeit ist, dass du unten an den Anleger gehst, unten rechts und von hinten. Du kannst da unten nämlich reinschwimmen. Das machen wir. Kommst du von unten rein? Dieses Fort ist dir am besten. Ich bin immer gerne jemand, der eher stealth-mäßig spielt. Das tut mir total leid, man. Ich habe schon sehr viel Action für dich gemacht. Also das bisschen, entschuldige, das ist doch jetzt nicht viel Action. Jetzt hier. Und das ist für dich kein Problem, dass da jemand mit dem Fallschirm einfach... Die sehen mich gar nicht. Sailing. I am sailing. Da unten stehen noch ein paar Spitzbuben, da musst du aufpassen. Okay. Ich glaube, da ist mindestens einer. Antonio Banderas. Hätte ich doch schon gesehen. Nee, er denkt sich, was war das? War bestimmt nichts, dreh mich wieder um. Was war das? Jetzt guckt er genau in meine Richtung, oder was? Ich glaube, ich werde bekloppt. Sag doch deinem Guapo Bescheid. In welchem Spiel haben die Spitzbuben immer gesagt, war da was? War da was? Ich erinnere mich an... Das war in... War da was? Tom Clancy's Rainbow Six Ravage Shield. Mein Gott, Stefan. Uralt.
Ist ungefähr zur gleichen Zeit rausgekommen. Dann komme ich jetzt noch mit einer Zusatzinformation von einem Spiel, was auch Leute gespielt haben. Was haben die Leute immer gesagt in Resident Evil 4, in dem Dorf, wenn sie einen gesehen haben? Un forastero! Das kam in meinem Kopf cooler. Ich schwimme jetzt da rein. Da haben wir uns drauf verständigt, richtig? Das war nicht so tief. Du hättest dir das Genick brechen können, weißt du schon, ne? Da bist du jetzt vorsichtig. Ja, da kannst du immer rein. Das ist auch ein bisschen Doppelmoral. Ja, aber es ging mir ja nicht. Da steht doch einer. Nee, wird ja nicht sterben. Steht da einer oder bin ich blöd? Nee, da ist einer. Also ich kann mein Handy natürlich im Wasser nicht benutzen. Das ist kein wasserdichtes Handy. Ich bin nicht sicher, ob da einer steht. Doch, da steht tatsächlich einer. Ja, dafür habe ich die Rolle ja auch. Ne? Zack. Rauchen ist tödlich. Da unten ist auch so ein Lager unter der Treppe. Ziemlich viel Loot. Hier. Da. Geil. Tja, wie kommt man da jetzt rein? Ist leider verschlossen. Schleiden. Müssen wir einen Schlüssel suchen? Ich probiere das. Die Mel schlägt vor, sie ist dagegen slide. Ja, schade. Hätte ja klappen können. Bei einer Stahltür. Ja. Ah. Das ist aber notdürftig hier. Gefixt. Ja. Ah, schau mal an. Also muss man euch mal finden. Geil. Guck mal hier. Was findet man da jetzt Schönes? Der Autokrat. Das sieht nach einer richtig geilen Waffe aus. Ach Mel, ehrlich. Das sieht nach einer richtig geilen Waffe aus. Ah, guck mal da. Einzigartige Pistolen. Mhm. Boah, guck mal, die hat schon voll die Mobs drauf. Ist aber panzerbrechende Munition, Waffenschaden mit gezielten Schüssen erhöht sich, der Waffenschaden durch Körpertreffer wird erhöht. Und deine Geschwindigkeit, guck mal hier. Und die sieht auch noch voll geil aus. Der sieht echt gut aus. Nice. Schick. Die nehme ich ja sowas von. Also gut, okay, dann gibt es auch noch... Ah ja, da sieht man es ja unten schon. Einzigartige Gewehre. Anton Drecksack heißt die Waffe. Nicht gut. Gefällt mir. Todesritus. Adel verpflichtet. Geil. Also ihr seht schon, nur auch nochmal an alle Zuschauer, es gibt wahnsinnig viel zu finden. Das ist auch ein Gag, der mir gefällt. Der Abzug. Tut mir leid. Bad Jokes. Entschuldigung, bin ich einfach. Da ist die Waffe. Wunderschön. So eine Brilli, mit Brilli besetzte Waffe ist das hier. So, Freunde, und jetzt wird aber ernst, ja? Also ich muss jetzt da oben hin, die stiehlt das abgereicherte Uran. Ich muss die Waffenkammer von Forquito, um es zu... was ist denn? Da oben steht eine Lampe aus dem Studio vor dem Bildschirm, da kann ich doch nicht lesen. Ich muss mal um die Ecke gucken. Ich muss um die Ecke gucken. Na komm, so jetzt. Soll ich das jetzt versuchen, komplett stealth zu machen? Es ist wäre sinnvoll, schwer. Wenn du jetzt Lärm machst, dann drücken die auf den Knopf. Wird einer von den Spitzbuben zum Alarmknopf laufen und die verstärken. Habe ich den Alarm schon gefunden? Nee, den habe ich nicht. Doch, der ist draußen. Da steht draußen im Hof, glaube ich. Ja, aber, das habe ich nicht markiert mit meinem Handy, glaube ich. Ne? Doch. Echt? Also gesehen hast du es auf jeden Fall. Dann habe ich nicht richtig dahin geguckt mit dem Handy wahrscheinlich. Komm, tau dich mal raus da. Guck mal ein bisschen. Natürlich. Ich hab das Waffenlager. Hola. Die Türen gehen auch nicht sofort ganz auf, sondern immer nur ein Spalt. Überwachungskamera schon mal aus. Da hinten ist ein Alarm. Da ist der Alarm. Ja, da ist der, ja. Da meine ich aber doch. Der ist, glaube ich. Doch, pass auf, den muss ich jetzt. Die Frage ist, ob mich jetzt hier einer von den Dödel sieht. Wo ist er? Wo war er? Da oben rechts. Echt? Da. Ja, ist ja egal. Also läuft da Guapo läuft jetzt auch drum. Dem kannst du übrigens auch sagen, er soll an einer Stelle stehen bleiben, ne? Ja, Guapo. Falls du nicht möchtest, dass der durchs Lager rennt und alle ganz buschig macht. Guck, hier bewegt sich jetzt keiner. Super Spannung gerade. Ja, richtig. Du könntest auch einfach mit dem Gewehrkolben draufhauen, dann ist das Ding sofort kaputt. Das macht ja Lärm. So. Jetzt ist der Alarm aus. Das heißt, den Knödel da, den müssen wir kriegen, ne? Den General. Da kommst du jetzt noch nicht rein. Verschlossen. Ah, ich habe den Schlüssel hier zur Waffenkammer nicht. In die Waffenkammer, das wissen wir als langjährige Videospieler, da wollen wir unbedingt rein. Weil da gibt es wahrscheinlich was richtig Geiles.
Du glaubst doch jetzt nicht im Ernst, dass ich hier einen Raketenwerfer in der Tutorial suche. Oh, oh, oh. Das hat er versehen geschossen. Der wird jetzt erstmal aufmerksam. Boah, der denkt auch, vielleicht ist er nur ausgerutscht. Weiß ich vielleicht wollte er sich mal ganz spontan schlafen legen. Weiß. Du wolltest stealthmäßig da rangehen. Komm, ja. komm. Ah, Helm! Kack. Ja, du hast keine panzerbrechende Munition. Oh, der sieht mich auch. Doch, warte mal, hier war. In der hier war panzerbrechende Munition. Yes. Lass ihn vorbeikommen. Ja, ja, und dann mache ich hier einen Machete-Kill. Nein! Warum war ich denn so langsam? Das war ein sehr schönes Beispiel dafür, ja, wie schnell es gefährlich werden kann, wenn mehr als zwei Gegner einen im Visier haben. Und ich hab so gut angefangen mit dem Alarm und so, ne? Och, Leute! Ich hab gesagt, geh da volle Kanne rein und baller da voll los. Ich habe das Gefühl, das ist eine doofe Idee, Mel. Und das, was ich jetzt hier gemacht habe, war auch eine doofe Idee. Ich habe nämlich jetzt gar keinen anvisiert. Na, das war jetzt auch doof. Egal, wir machen denselben Weg nochmal. Nein, wir machen nicht. Guck mal da oben. Und ich denke nur an den Zuschauer. Ah nee, ich habe gedacht, du könntest da mit dem. Nein, nein. Dem Seilhaken. Oh, hier. Das ist aber schön. Das meine ich. Da hoch. Meinst du hier? Dann da hinten. Mit dem Haken. Nee, aber leider fängt das hier schon früher an. Geht leider nicht. Kannst du da nicht rüberspringen? Geilo, guck mal hier. Jetzt kannst du dich rüberschwingen. Ei, Karamba! Wie geil ist das denn? Und genau hier wollte ich lang. Perfekt, ihr zwei. Siehste, eigentlich ist doch ganz gut, dass du gestorben bist, weil jetzt kannst du gleich nochmal andere Wege zeigen, wie man da auch reinkommt. Eigentlich war es Stefan, der es gesagt hat. Ich habe dir aber auch gesagt, da kannst du. Das stimmt. Du hast das danach dann dasselbe gesagt, das gilt auch. Wie in der Schule. Ihr kriegt beide einen Punkt. Radio aus. Das sind so die Leute wie in der Schule, die sich dann gemeldet haben und das, was der Vormann gesagt hat, nochmal wiederholt haben. Aber dann anders verpackt. Ja. Also ich finde ja auch das, ein Satz dabei und dann, ja, das ist auch richtig. Melanie. Für sowas hast du in der Schule immer mindestens 103 gekriegt. Ja, und das reicht ja. Nein, dieses Bild wollen wir hier nicht erzeugen. In der Schule, Lehrer hat dich eben dafür auch in der Schule gut benotet, ist wichtig, weil er gemerkt hat, du bist halt noch wach. Bringen, die man kann. Oh, was hat er? Was ist mit ihm? Ich weiß nicht. Der. Hi. Now we are talking. Ja, sag mal, Guapo, was ist eigentlich mit dir kaputt? Guck mal, wie einfach die Türen auf und zu machen. Ja, hallo. Dein Schwanz steckt in der Tür. So, hinterher da. Jetzt blockt er mich. Ich krieg einen Rappel. Den Weg. Da kommst du, glaube ich, nicht raus. Ach, doch. Doch. Komm, trau dich. Aber warte mal, ich suche doch immer noch hier den Captain. Ein Alarm. Da drüben. Jetzt klettert er. Kannst du den ganz einfach jetzt kaputt machen? Komm, stealth-mäßig und so. Ja, du siehst, der ist gelb. Ja, aber ich habe die panzerbrechende Munition. Und genau deswegen habe ich geschossen. Übrigens, da sieht man jetzt gerade ganz nett, wie die. Scheiße, jetzt muss ich aber den. Alarm! So. So geht's auch. So geht das auch. Man hat gesehen, dass der Schalldämpfer überhitzt, wenn man viel schießt. Sieht man jetzt auch gerade. Ja, ein bisschen. Jetzt zeige ich euch mal, dass ich das auch kann, ohne dass ich sterbe. Oh, was ist hier? Das sieht nach einem wichtigen Raum aus. Karte. Der Schlüssel. Damit sollte ich Siehste? Zu. Jetzt müsstest du aber unten noch in die Waffenkammer rennen. Sag ich doch. Rein da. Da hinten läuft noch ein Gegner rum. Wo? Warum holt denn der? Ja, der ist doch schon dabei. Die kloppen sich denn die Tür nicht auf? Wo ist am Boden? Die geht nicht auf. Ja, gut. Wapo. Tut mir leid, ey. Hätte ich jetzt gern geholfen, aber. Da bist du wieder ganz. Ey, das ist doch bekloppt. Wieso kriege ich denn jetzt diese Tür nicht auf? Da kommst du nicht raus, glaube ich. Ah, ich brenne. Ey, da muss ich jetzt. Ja, die schießen rum. Draußen, die werfen, glaube ich, draußen noch Handgranaten. Machst du jetzt? Ja, ich will ja da wieder rein. Ich komme ja in den Innenhof nicht, weil die Tür versperrt ist. Jetzt kletter ich hier rein. Übrigens hat Kevin vorhin noch gesagt, ich muss das Stealth mit. Ja, der erste Versuch. Das hat er auch. Eben schon probiert. Hab ich den umgelegt? Ja, vorhin.
Ja, Guapo ist dann die, den musst du gleich mal aufwecken. Ja, den hole ich mir jetzt aber. Dieses Gewehr, ne? Ja, das schreut immer ganz gerne. Der ist doch am Leben. Ich will doch jetzt nicht streicheln. Och Leute, da schießen doch die Soldados auf mich. Also, was der Kevin zwischendurch im Gefecht Zeit hat. Also, ja, ne? Oh komm. Aber er bleibt auch stehen und denkt, oh guck mal, der streichelt hier gerade sein Ding. Das ist ein Krokodil, mein Schuss. So, komm jetzt mal unten in die Waffenkammer, damit wir das auch noch sehen. Da wollen wir doch nicht unterbrechen hier, wenn er da gerade sein Ding streichelt. So, weiter. Zack. Da sind, hier. Hier ist das abgereicherte Uran drin. Juan, du hast mir verschwiegen, dass ich beschissenes Uran klaue. Und hier eine FND-Kiste, das wissen wir schon, da ist was Geiles drin. Was will dieser Scheiß mich umbringen? Aha. Schießpulver! Richtig wichtig, haben wir ja gelernt. Sehr richtig. So, und damit wir nämlich gleich auch wieder abhauen. Das nehmen wir auch noch mit. Und dann müssen wir jetzt hier mal kurz aus diesem Gebiet raus. Du kannst, glaube ich, auch schon die Schnellreise verwenden, wenn du willst. In dem Gebiet hier? Ich glaube ja. Versuch mal. Mach mal Karte auf. Ja. Da kannst du jetzt schon die Schnellreise benutzen, siehst du? Na, guck. Halbe Stunde Weg wieder gespart. Warte mal. Also, 5 vor. Gut. Wir beenden jetzt gleich das Video, aber eins möchte ich euch noch zeigen, denn das hier war eine sehr, sehr wichtige Mission fürs gesamte Spiel. Denn wir bekommen was Feines. Guckt euch das mal an. Oh yeah, Juan. Dieser Bastler ist am Start. Oh yeah. Das ist Improvisationstalent. Angereichert im Uran, nicht alles basteln doch, kann. Jetzt ließen uns dieses geile Nebenprodukt der Anreicherung in den 80ern zurück. Die Yankees bauen daraus Panzerung und Munition. Das sicher aus? Sieht der Mann aus, als würde er sichere Dinge bauen? Klingt gefährlich. Er hilft dir auf jeden Fall. Superheld sein. Die habe ich früher immer mit Liter ins Waisenhaus geschmuggelt. Pflichtlektüre, während man im Schlamm auf einen Konvoi wartet. Ein Guerriero muss Inspiration aufsaugen wie ein Schwamm. Okay, aber was für ist das? Das Waren reingesteckt, ein bisschen ein Ding daran. Was soll schon schief gehen? Ja, genau. Das ist das Supremo. Wird alles mit Whisky abgetötet, der daneben steht. Ich habe es ja gerade gesagt, das ist das Supremo, was super wichtig ist fürs kommende Spiel. Denn das ist so ein bisschen deine Ulti, wenn du so willst. Das ist dein Ultimate Feature. Wenn du umzingelt bist von Gegnern und dann gibt es verschiedene Modifikationen für das Teil, dann drückst du beide Schultertasten und dann zum Beispiel schießt der Raketen los, die treffen automatisch alle Gegner. Es gibt aber auch super viele andere Möglichkeiten mit dem Supremo. Du kannst Giftdinger verschießen, die alle Gegner treffen. Also es gibt ganz viele verschiedene Varianten davon. Können wir euch noch einmal ganz kurz zeigen. Das hier ist das Supremo. Die Upgrade-Möglichkeiten sind halt. Genau, und da gibt es verschiedene andere und da gibt es unheimlich viele Upgrade-Möglichkeiten. Aber das soll es gewesen sein mit Far Cry 6 für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen draußen. Ich hoffe, ihr habt einen coolen, netten kleinen Eindruck bekommen. Ihr wart unterhalten von dem Quatsch, der hier verzapft wurde. Von der Action, in die ich reingezwungen wurde, obwohl ich alles stealth-mäßig spielen wollte. Vielen Dank euch zwei. Ja, war sehr schön, dass ihr dabei wart. Können alle selber ausprobieren, was man in dem Spiel alles für Unsinn treiben kann. Genau. Also, fleißig am Gewinnspiel teilnehmen, wenn ihr Bock habt, das alles zu gewinnen und Far Cry 6 für euren Computer, für euren PC zu gewinnen. Inklusive der Statue, ich habe es schon erwähnt, irgendwo im Video werde ich verraten haben, was ihr dafür genau tun müsst. Abonnieren und einen speziellen Kommentar schreiben. Glocke läuten nicht vergessen, damit ihr nämlich auch so tolle weitere Videos nicht verpasst, immer auf dem Laufenden bleibt. Deswegen schön alles abonnieren und Glocke anmachen. Dass ich mit Profis arbeite, da kann ich mich sehr glücklich schätzen. So, und jetzt Far Cry spielen. Tschüss. Tschüss.